liebe MyTischTennis.de-User. Gleich doppelt gefordert sind in dieser Woche wieder viele Clubs in der Tischtennis-Bundesliga und besonders spannend ist in dieser Saison das Playoff-Rennen. Denn bis Platz 8 oder sogar 9 haben alle Mannschaften noch realistische Chancen auf den Einzug in die Playoffs. Einer dieser Clubs ist der amtierende deutsche Meister 1. FC Saarbrücken. Die aktuell viertplatzierten Saarländer haben in dieser Woche die Möglichkeit, sich endgültig oben festzusetzen. Zunächst spielen Patrick Franziska und Co. am Dienstagabend gegen den fünftplatzierten ASV Grünwettersbach, am Sonntag schließlich gegen den siebtplatzierten TSV Bad Königshofen, der sich mit 16:14 Punkten ebenfalls noch Hoffnungen auf die Playoffs machen darf. Auf die gleiche Punktzahl kommt im Übrigen der Post-SV Mühlhausen. Am Dienstag könnten zwei weitere Punkte dazukommen, wenn es vor heimischer Kulisse gegen den TDC Zugbrücke Grenzau geht, der kürzlich mit der Verpflichtung des ehemaligen Saarbrücker Trainers Slobodan Grujic für die kommende Saison Schlagzeilen machte. Auch Rekordmeister Borussia Düsseldorf, der an der Tabellenspitze einsam seine Kreise zieht, ist am Dienstag gefordert. Die Rheinländer reisen zum TTC Schwalbeberg-Neustadt, am Sonntag dann zum TTC Rhön-Sprudel-Fulda-Mabertzell. In der Damenbundesliga stehen am Sonntag zwei Partien auf dem Programm. Der TTC Berlin-Eastside konnte im Jahr 2021 alle Spiele gewinnen und möchte seine Serie gegen den SV Böblingen fortsetzen. Ebenfalls am Sonntag treffen der Aufsteiger ESV Weil und der Tabellenführer SV DJK Kolbermoor aufeinander. Hier halten Sie auf meinTischTennis.de auf dem Laufenden und wünschen Ihnen eine gute Woche.